Ja, hallo und Glück auf zum Legenden-Talk. Wieder positiv. Hannover gewonnen, dann jetzt zwei Spiele englische Woche. St. Pauli nicht gewonnen, aber trotzdem was Gutes mitgenommen. Wollen wir erstmal bei St. Pauli bleiben? Hallo und Glück auf erstmal euch beiden. Glück auf, René. Glück auf. Tja, St. Pauli verloren, raus aus dem Pokal, aber war schon eine Entwicklung auch weiterhin zu sehen. Ne? Nicht nur das Hannover-Spiel war keine Eintagsfliege. Nein, St. Pauli muss sagen, wenn man sich die Tabelle sich anschaut, St. Pauli ist eine Spitzenmannschaft und wir sind in St. Pauli in die Verlängerung gekommen. Gut, wir haben da 2-1 verloren, war schade, es war mehr drin. Und ich muss ehrlich sagen, man kann mit jeder Mannschaft mitteilen. Weil was wir immer gesagt haben, das Allerwichtigste ist, dass du 90 Minuten deinen Kampf annimmst, die Bereitschaft viel zu laufen, dann kannst du solche Spiele gewinnen. Und wenn es kurz vor Schluss ist, ist egal. Aber wenn man das nicht tut, dann kann man auch sehen, ein typisches Beispiel war das Pokalspiel Saarbrücken gegen Bayern München. Im Vorbeigehen kannst du auch eine Mannschaft wie Saarbrücken nicht schlagen. Du musst auch da was tun. Das haben wir gemerkt und ich glaube, wir sind jetzt drin und ich kann so weitergehen, habe ich nichts dagegen. Was mich noch ein bisschen stört, ist, dass wir, wenn wir mal einen langen Ball nach vorne schlagen, dass wir Spieler haben, die groß sind, die über 90 Kilo wiegen, dass die keinen Ball verteidigen können. Weil wenn man das kann, dann können die anderen nachrücken. Ja? Aber wenn man den Ball sofort wieder verliert oder keinen Kopfball gewinnt, dann wird es schwer für die anderen. Das muss ein bisschen geändert werden, aber das ist kein großes Problem. Rüdiger. Ja, St. Pauli, wenn wir das schon mal kurz über St. Pauli reden, war eigentlich okay, sag ich mal. Ist nur schade, wenn man dann bis in die Verlängerung reinkommt und dann nachher noch verliert. St. Pauli hat für mich auch nicht so gut gespielt an dem Tag. Ich fand, unsere Jungs haben ganz gut dagegen gehalten, standen auch sehr gut, waren sehr diszipliniert und ja, eigentlich habe ich damit gerechnet, dass wir ein bisschen mehr holen in St. Pauli, weil die erste Halbzeit gefiel mir überhaupt nicht, was St. Pauli gemacht haben. Nur hin und her geschoben, hinten rum und haben also drauf gelauert, dass wir da irgendwann nur mal aufmachen und dann irgendwo angreifen, dass sie dann eben ihre Löcher finden, was wir immer sagen, so im Mittelfeld, dass sie da ihre Pässe durchspielen. Ist aber nicht gewesen und ist eigentlich nur schade, dass wir... Ja, dass wir in St. Pauli verloren haben. Ich wäre gerne eine Runde weitergekommen und ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen St. Pauli jetzt kommt. Ja, wenn, ich wollte es gerade sagen, stell dir mal vor, St. Pauli wäre die Schalke-Kugel, hätten wir den einzigen Regionalligisten noch. Ja, noch, also Homburg. Mit Homburg, die sind in Homburg, das habe ich jetzt noch, wusste ich gar nicht. Ja. Also das wäre natürlich dann auch ein Klassiker gewesen, Homburg, die hätten wir dann wahrscheinlich also auch schlagen können. Das wird wahrscheinlich St. Pauli auch machen, aber man sieht ja, wie der Klaus schon gerade gesagt hat, mit Bayern München. Ich fand den Schweinsteiger seine Äußerung richtig, vollkommen richtig. Ja? Also der hat gesagt, warum Bayern München nicht von Anfang an mit der vollen Batterie spielt. Man haut den 2-3 Stück rein und dann holt man die Jungs stückeweise runter. Jetzt ist es leider immer so mittlerweile bei den ganzen Vereinen, gerade im Pokal, dass man dann eben Spieler spielen lässt, die sonst auf der Bank sind, die aber keinen Rhythmus haben. Ja? Die brauchen dann auch ein bisschen. Und die anderen Mannschaften, ist egal, jetzt so wie Saarbrücken, die sind in Rhythmus, die spielen komplett wieder. Ich finde das immer ein großes Risiko, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube auch, wenn man sieht, wie viele Spiele die Bayern haben werden, ob Meisterschaft, Champions League, das hat man das Gefühl, als wenn die den Pokal, ja, abschenken würde ich nicht sagen, aber nicht so ernst nehmen. Und wenn du das nicht tust, dann kommt das bei raus, was wir gesehen haben. Eine Saarbrücker Mannschaft, volle Hütte, und die geben alles, von der ersten bis zur letzten Minute. Ja, und dann ist die Überraschung war perfekt. Und stehen ja in der Liga nicht mal ganz besonders gut da, ne? Haben ja auch ihre Schwierigkeiten gehabt und schlagen dann die Bayern mal im
vorbeigehen. Ja, Pokal und Meisterschaft ist immer was anderes. Pokal und in der Meisterschaft, ja, so gut sind sie spielerisch nicht, dass sie auch Gegner ausspielen können, aber wenn sie kompakt stehen und feiten von Anfang an, und dann haben sie eben die Kontermöglichkeit gehabt und haben sie genutzt. Ja, wie du siehst, auch ein Tuchel wird langsam nervös. Ich fand das Interview gestern, was ich da gesehen habe, oder vorgestern irgendwie, dass er da so auf Schweinsteiger, auf Schweinsteiger nicht so, aber Matthäus, mehr auf Matthäus draufgehauen hat. Ich fand das also nicht sportlich, was er da gemacht hat. Also da muss ich mich jetzt, wenn ich mich schon als Welttrainer so ein bisschen bezeichne, oder als Erfolgstrainer, sagen wir mal so, dann muss ich mich nicht so verhalten. Also das war für mich untere Schublade, muss ich ganz ehrlich sagen. Und daran kann man sehen, dass er für mich nie in einer hohen Klasse gespielt hat. Ich weiß es nicht, aber ich meine nicht, dass er so hoch gespielt hat, dass man da hat man ein bisschen Respekt auch zueinander. Ja, man kann ja sagen, oh, Lothar, siehst du, ja, so geht das, ne? Letzte Woche hast du uns kritisiert, diese Woche haben wir schön gewonnen in Dortmund. Was machst du denn jetzt? Also ich hätte das ein bisschen locker gesehen, aber was sollen wir uns mit München befassen? Wir müssen uns mit unserer Truppe befassen. Ja. Und die haben in Nürnberg meiner Ansicht nach sehr gut gespielt. Außer jetzt, sag ich mal, nach der Halbzeit mal so 20 Minuten, da sind sie wieder in ihrem alten Trott reingefallen. Unkonzentriert und. Sonst muss ich sagen, die erste Halbzeit war richtig gut gewesen. Und ja, man hätte wahrscheinlich noch ein, zwei Tore mehr machen müssen. Aber das ist manchmal so, wenn man die Chancen nicht ausnutzt, dann tut man sich noch lange weh. Und da muss man bis zur letzten Minute warten. Ich persönlich fand, Nürnberg hat sich dadurch selber geschlagen, dadurch, dass sie viele, viele in der zweiten Halbzeit viele Fouls gemacht haben, wo wir viele Freistöße gehabt haben, viele Eckbälle gehabt, wir haben viele Standards gehabt und in Standardsituationen sind wir wirklich sehr gut geworden. Und ja, mein Freund Latzer, den ich ja ab und zu mal kritisiere, dass er sich immer in sein Haar reinpackt, diesmal hat er sich nicht reingepackt, ich habe ihn so beobachtet, den ganzen Spiel, und macht natürlich ein schönes Tor, also war top gewesen und das war noch wirklich ein schöner Abschluss, gerade 2-1. Ich meine, es tut mir leid für die Nürnberger, aber wir brauchen hier jeden Punkt und Nürnberg hat schon, glaube ich, 18 Stück. Also können die damit zufrieden sein. Ich muss ja sagen, er hat ja schon bis zu seiner Verletzung in St. Pauli gut gespielt. Wenn man gesehen hat, er hat sofort die Lücher zugemacht, hat sich verschoben, gut verschoben. Und jetzt hat er, ja, kurz vor Schluss macht er das wichtige Tor zum Sieg. Und so kann es weitergehen. Ich glaube schon, dass jetzt auch innerhalb der Mannschaft schon ein bisschen befreit aufgespielt werden kann, aber trotzdem nicht vergessen, dass man, egal, dritte, zweite, erste Liga, den Kampf annehmen. Das tun sie im Moment und ich hoffe, es geht so weiter und wir, ja, am kommenden Freitag wieder einen Schritt weitergehen mit dem Spiel gegen Elversberg. Wird auch nicht so einfach. Aber die kommen hier hin, über 60.000 Zuschauer werden hier sein. Und wenn wir sofort es anpacken, dass die merken, hallo, was ist hier los? Dann werden wir auch gegen Elversberg gewinnen, obwohl sie als Aufsteiger wirklich überraschen. Sind wir schon beim nächsten Spiel, aber wollten wir nochmal zurück. Gerade Danny Latzer habt ihr ja angesprochen. Er hat ja auch selber nach dem Spiel gesagt, wir müssen weiter Gas geben. Was ist passiert? Habt ihr eine Erklärung, warum auf einmal die Mannschaft funktioniert? Liegt ja, aber das ist ja meistens so, wenn ein Trainerwechsel kommt, dann funktioniert auf einmal alles anders als bei dem Trainer vorher. Der hat dann eine andere Idee. Dann sind die Jungs konzentrierter. Jeder will natürlich den Trainer zeigen, ich möchte spielen. Das siehst du dann auch schon im Training, glaube ich. Du bist ja auch oft genug da, dass der ein oder andere dann noch mehr Gas gibt als vorher, weil jeder möchte ja gerne spielen. Ist doch klar, ein neuer Trainer kommt, der hat ja auch gesagt, wir fangen bei Null an, jeder kriegt seine Chance und das ist einfach so im Fußball, das ist jetzt nichts Neues. Also da würde ich jetzt nicht sagen, da ist jetzt was Neues, außer dass er natürlich über uns jetzt, sag ich mal, mit einer Dreierkette spielt, die toll funktioniert, ja, die toll funktioniert, das muss man wirklich sagen. Und ja, sonst haben wir ja keine großen
Änderungen oder weder andere Spieler noch sonst was. Die haben einfach jetzt ein bisschen mehr Selbstvertrauen, wie Klaus schon sagte. Wenn du Spiele gewinnst, kriegst du Selbstvertrauen und dann läuft das auf einmal von alleine. Ja, aber er hat das erste Spiel in Karlsruhe mit 3-0 verloren haben, er hat sich das angeguckt und da wird er schon dementsprechend mit dieser Mannschaft gesprochen haben. Und das hat man jetzt auch gesehen. Die Spiele auch hier gegen Hannover 96 und jetzt auch in Nürnberg. Die Mannschaft hat es begriffen, wie es geht. Obwohl wir natürlich auch, das meine Position auch war, für einen Mittelstürmer im Moment nicht das Spiel, wo ein Mittelstürmer gut aussehen kann. Wir spielen mit zwei Spitzen, die keine klassischen Mittelstürmer sind, sondern zwei Spitzen. Und das hat jetzt funktioniert und ich denke mal, das wird weiter funktionieren. Wenn zu Hause natürlich der Gegner sehr kompakt hinstehen und wir über außen kommen können, dann ist es vielleicht wieder möglich, dass eben ein Mittelstürmer eingewechselt wird, der dann eben auch vielleicht kopfballstark ist und die Chancen bekommt und eben dann Tore macht. Aber so wie es jetzt aussieht, ist es okay. Blick auf die Tabelle. Schalke hat den Relegationsplatz verlassen. Gott sei Dank. Hatten sie am ersten Spieltag und dann sind sie ein bisschen geklettert und dann waren sie, glaube ich, bis ab dem 7. Spieltag auf dem Relegationsplatz. Jetzt haben sie ihn verlassen. Und wenn man jetzt mal drauf guckt, ich habe mal hier das gerade vorliegen, es waren mal 5 Punkte zum Viertletzten. Ja. Da haben wir gesagt, wie schwierig die Situation ist und wie schnell es sich gedreht hat. Jetzt sind sie Platz 15 und es sind 3 Punkte pro Platz 12 zum Beispiel. Und naja, die Mannschaften, René, sind ja jetzt nicht alle so schnell weggelaufen, sondern die über uns waren, haben auch Spiele verloren. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass wir auf einmal, diese 5 Punkte waren schon eine Menge, meiner Ansicht nach. Also es war schon ein Brett gewesen, also 5 Punkte bis zum nächsten, also das war schon viel. Aber man kann sehen, die anderen Mannschaften tun sich auch alle ein bisschen schwer. Trotzdem, dass wir jetzt hier in Karlsruhe verloren haben, die tun sich auch schwer, verlieren jetzt auch und. Also ich glaube, die Liga ist ziemlich ausgeglichen hier in der zweiten Liga. Jeder kann jeden schlagen an einem guten Tag. Und das haben wir ja, was weiß ich jetzt, vor 2 Jahren auch gehabt, dass wir auf einmal lange, lange, lange gewartet haben, bis wir dann irgendwo nach oben kam und die anderen haben geschwächelt und wir haben dann eben die Spiele gewonnen. Vielleicht ist es dies Jahr auch oder nächstes Jahr dann auch noch möglich. Man weiß, im Fußball ist alles drin, aber ich bin jetzt erstmal froh, dass wir von unten weg sind, ja, dass der Kopf frei wird, dass es sieht, aha, Moment mal eben, Jungs, wir können ja noch. Ja, also wir können auch weiter nach oben kommen. Also Evelsberg hier. Da 18 Punkte haben sie schon. Die haben 18 Punkte, die sind heimstark. Die haben jetzt, also heimstark sind sie, die haben ein kleines Stadion. Das, sag ich mal, der Verein hat sich toll entwickelt da und. Die haben tolle Sponsoren. Aber wie gesagt, also ich glaube, hier zu Hause werden die gegen uns keine Chance haben, außer wenn man unkonzentriert ist und einfach die laufen lässt, sondern wie Klaus gesagt hat, Kampf annehmen, Gas geben bis zum Schluss. Dann kannst du Evelsberg auch schlagen. Ja, man muss von Spiel zu Spiel, man muss die Weiterentwicklung beobachten. Aber das, was wir immer schon gesagt haben, das muss bei jedem Spiel sein, dass du die Fans hinter dir, dass du den Kampf annimmst, dass wir merken, alle, die hier sitzen, und, die wollen unbedingt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und die stehen die 90 Minuten hinter dir und da gewinnst du auch Spiele. Ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass man so eine Phase erlebt hat und weiß, wie schnell es gehen kann? Und ich meine, ich möchte nicht rumspinnen, aber es sind nur 8 Punkte auf Platz 3. Naja, wie wir gerade gesagt haben, das war ja auch mal vor 2 Jahren genau das Gleiche. Das war mit Büskens, als Büskens dann nachher die Truppe übernommen hat und dann hat es so irgendwie einen Lauf gehabt. Das kann natürlich passieren, gar kein Thema, ja. Aber ich meine immer auch, dass man eine Mannschaft stehen lassen soll. Man muss mit einer Mannschaft spielen. Ja, nicht pausenlos 5 Leute rausnehmen und 5 wieder rein. Da sieht man ja eben auch, wie wir gerade schon mal besprochen hatten, mit den Pokalen. Wenn man 5 oder 6 Leute reinmacht, da ist kein Rhythmus drin.
Und das wird dann sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, wenn wir, das macht mir hier auch ein bisschen kirre hier, hör mal. Ja, das Licht gibt den Ja, Geist ist auch jetzt ein nicht so bisschen. schlimm, aber das ist wirklich so, Ja, dass habe ich wir. eh schon alles gesagt. Aber nichtsdestotrotz noch ein paar Worte. Ja. Jetzt haben wir am Freitag ein Spiel. Ihr seid wahrscheinlich auch wieder hier. Ja. Ja, was glaubt ihr denn? Also, ihr habt ja schon gesagt, wenn die weiter so spielen. Ja, je mehr Spiele man gewinnt, desto mehr Selbstvertrauen kommt auch. Und der wird sich schon mit der ganzen Truppe unterhalten. Nicht nur er, sondern alle, die damit zu tun haben. Und man muss natürlich die Jungs auch stark reden. Aber stark reden alleine reicht nicht. Du musst es zeigen. Und das tun sie im Moment. Und ich hoffe, es geht so weiter. Ja, Trainer hat die richtigen Worte wahrscheinlich, trifft jeden Einzelnen. Und das Gute dabei ist, wenn du als Trainer arbeitest und keiner weiß, spiele ich überhaupt, spiele ich nicht, das ist natürlich die Frage, ah Mensch, da muss ich noch eine Schippe drauflegen, auch im Training. Und das sieht man auch nachher im Spiel, weil die Konkurrenz ist sehr groß. Man sieht ja, Polter hat nicht von Anfang an gespielt, bumm, war er auf der Bank. Ja, und dann sieht man, da kommen andere Jungs rein. Ich persönlich bin ja immer für die jungen Leute. Das weißt du, ich mag junge Leute. Ich finde, die rennen, die kämpfen, die machen. Und bis jetzt, Hut ab, macht er alles richtig. Also hoffentlich will er die Mannschaft nicht auseinandernehmen wieder, sondern einfach nur das System stehen lässt. Wahrscheinlich kann er jetzt zu Hause auch ein bisschen offensiver mit den Außenleuten arbeiten. Das muss man mal sehen. Ja, aber auf der rechten Seite gefällt mir das überhaupt noch gar nicht so. Auch mit Yusuf noch nicht so. Das ist so ein kleiner Junge, der da immer noch nicht so richtig weiß, wie die Bundesliga funktioniert. Er hat gute Ansätze, macht aber auch sehr viel Fehler noch. Und vielleicht findet er noch einen auf der Seite, der da mehr Druck machen kann. Vielleicht kommt Brunner wieder, ich weiß es nicht. Wäre natürlich für uns optimal, wenn Brunner wiederkommen würde. Weil ist jetzt nicht, sage ich mal, einer, der auch super Flanken reinschlägt, ja. Aber wenn wir keine großen Leute da haben vorne, als Stürmer brauchen wir auch nicht große Flanken reinbringen, sondern da müssen wir hinten gut stehen und dann eben nach vorne kombinieren. Und das hat bis jetzt hingehauen. Habt ihr die Diskussion um Asan Ouedraogo noch mitbekommen? Die U17-Weltmeisterschaft in Indonesien steht ja bevor. Ab 10. November geht es da unten los. Er wird abgestellt und könnte möglicherweise gar kein Spiel verpassen für Schalke. Elversberg direkt nach Indonesien und dann vor ist der Länderspielpause und dann Düsseldorf wäre er wieder da. Wie findet ihr die Entscheidung, dass ein Asan weg darf? Wahrscheinlich gut, aber dass er wiederkommen müsste, selbst wenn Deutschland weiterkommen würde. Ja, die werden sich schon drüber unterhalten haben. Und es ist natürlich große Strapaze für den Jungen. Ja, hin und her fliegen und die fliegen, weiß ich, wie lange die da fliegen. Und die Zeitumstellung und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ihm da einen Gefallen tut. Natürlich will er so ein Junge bei einer Weltmeisterschaft dabei sein. Aber der Verein hat da auch nicht einen so riesengroßen, guten Kader, kann man sagen. Und er ist ein Spieler, der ja, sich weiterentwickeln kann. Andere Vereine sind schon dran und so weiter. Ja, da muss der Verein damit klarkommen. Und da können wir nicht viel sagen. Naja, gut, ich meine im Endeffekt, wie der Klaus schon sagt, so eine WM willst du ja spielen, auch als junger Kerl. Du bist ja junger Kerl, du möchtest ja natürlich, wenn du da die Chance hast, mitzuspielen. Meiner Ansicht nach ist es vielleicht nicht so schlimm, dass er jetzt nicht dabei ist bei uns im Kader, sondern er sich international zeigen kann. Sein Wert wird er natürlich viel, viel größer, wenn er auch bei dieser Weltmeisterschaft U17 super spielt. Das sind die besten Spieler der Welt. Und wenn du da vielleicht eine Auszeichnung kriegst oder was weiß ich, oder wie es Torschützenkönig, irgendetwas passiert, dann ist der Wert natürlich groß, sehr, sehr groß und wäre natürlich für Schalke auch nicht nicht so gut. schlecht. Nicht so gut, dass du. Nee. Ja. Also dann ist er wieder nächstes Jahr weg. Für weiß ich wie viel. Und wir verlieren einen Spieler nach dem anderen.
Ja. Und wie sollen wir dann oben hinkommen in ein paar Jahren? Ja, da muss der Vorstand sich was einfallen lassen und ihnen eben ordentlich bezahlen und den hier lassen. Ganz einfach. Das ist aber doch nicht unsere Geschichte, sondern ist die Geschichte vom Vorstand. Ja, ja? Also wo gesagt wird oder wurde, in ein paar Jahren wollen wir unter den ersten sechs der Bundesliga sein. Ja, das würde ich noch gerne von irgendjemandem hören, wie das geht. Ich weiß nicht, wie der Knebel darauf kam. Ich glaube, es kam vom Knebel. Und vielleicht hat er ja recht, aber ich glaube auch nicht. Also in sechs Jahren werden wir das sicherlich nicht schaffen. Da müssten wir eben 10 von solchen Spielern haben, von so jungen Spielern, und die alle behalten und dann einen Durchmarsch machen. Funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber wir werden abwarten. Wir werden sehen. Fußball hat seine eigenen Gesetze, und wenn wir Talente haben, festhalten, die relativ gut sind, dann muss man denen klar machen, was wollt ihr? Ihr wollt da oben hin. Und da fängt das schon an, Gas zu geben, im Training, in den Spielen. Die werden ja beobachtet. Und die riesengroße Chance, die kriegen sie nicht bei Bayern München, die kriegen sie eher bei Schalke 04. Aber da fängt immer das verfluchte Geld an, weißt du? Ja. Das ist leider, ist so. dass die Jungs dann nervös gemacht werden mit viel Geld, und das ist eigentlich scheiße im Fußball. Er muss schon überlegen, wo gehe ich hin? Spiele ich da auch? Ja, weil ich Spielpraxis ist für so junge Leute das Allerwichtigste. Und wenn ich mich da weiterentwickle, ich sehr gut spiele, ist es eine normale Sache, dann kommen die Vereine automatisch. Ja. Aber ich muss erst das erfüllen, damit die so aufmerksam werden auf mich. Und wir bist der Mitspieler. Haben wir mit dir auch gemacht, hör mal. Bitte? Haben wir mit dir auch gemacht. Ja, genau. Okay, dann vielen Dank. Für alles klar, Zeit. René, und danke, Glück auf. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder nach dem Spiel gegen Elversberg. Alles klar. Jawohl, danke. Glück auf, René, danke.